So, ihr Lieben, jetzt zweiter Versuch. es soll heute um meine Ernährung Teil 2 geben, also was ich spezieller esse, auf welche Lebensmittel wir zurückgreifen, wie ein typischer Tag von mir aussieht, was die Ernährung natürlich angeht. Und ja, ich wollte euch dann noch ein paar Tipps geben, wie ihr das Ganze auch für euch umsetzen könnt. Genau. Also ich habe im Teil 1 ja schon mal angerissen, wie ich meine Makronährstoffe aufteile, auf was ich Acht gebe. Und zu den Gruppen erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was, wie ich die einteile und aufteile. Also von den Kohlenhydraten setze ich meistens auf komplexe Kohlenhydrate, Haferflocken zum Beispiel, auch mal Vollkornprodukte, also sonstige Vollkornprodukte. Aber ich esse auch Kartoffeln, Nudeln, Reis sehr, sehr gerne tatsächlich. Also alle Arten von Kohlenhydraten im Grunde genommen, außer Zucker. Also auf Zucker versuche ich so gut wie es geht zu verzichten. Was dabei rauskommt, wenn ich mal Zucker esse, seht ihr hier am Wochenende. Gab es nämlich bei einer Freundin auf dem Geburtstag Spekulatius und ich konnte dann nicht widerstehen. Und Salzstangen etc. pp. Und ihr seht, es ist einfach, hallo, mein Laufband schaltet sich gerade ab. Es ist einfach, also meine Haut ist am Blühen danach, wenn ich so Industriezucker etc. gegessen habe. Ja, so ist es einfach. Und deswegen versuche ich darauf so gut es geht zu verzichten. Aber sonst esse ich eigentlich alle möglichen Quellen an Kohlenhydraten. Ich esse die meistens vorrangig mittags. Morgens auch ein Teil, also morgens gibt es zum Beispiel Haferflocken, wenn ich nicht faste. Oder wir frühstücken natürlich am Wochenende auch zusammen, da gibt es auch mal Brötchen oder auch mal Laugengebäck. Aber in der Regel gibt es bei uns kein Brot. Also ich glaube, wenn wir Brot im Haus hätten, weil wir sind auch so eine Spezies, wenn es da ist, wird es gegessen. Ich glaube, also wenn wir uns mal Brot frisch kaufen, dann ist das innerhalb von 1 bis spätestens 2 Tagen weg. Und zwar das ganze Brot. Deswegen setzen wir eigentlich da nicht drauf, sondern auf eher andere Mahlzeiten. Und auch dieses, ja, ihr esst ja 2 mal warm pro Tag, meistens jedenfalls. Das impliziert nicht gleich, dass ihr dadurch dick werdet, dass ihr 2 warme Mahlzeiten am Tag esst, sondern es kommt vielmehr auf die Zusammensetzung an. Genau, das heißt, mittags esse ich in der Regel einiges an Kohlenhydraten, aber auch viel Gemüse, da eher wenig Fleisch oder ja, ein Fleischersatz. Also ich esse von den Proteinen vom Fleisch essen wir Hähnchen, Hähnchenbrustfilet und auch mal eine Keule oder einen Flügel. Den allerdings eher weniger, weil der dann doch relativ fettig ist. Dann setzen wir auf Rindfleisch ganz viel, mageres Rindfleisch und drehen uns das auch selber durch den Wolf, also machen da Hackfleisch draus. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat. Macht das selber, das schmeckt in der Regel viel besser und ihr wisst einfach auch, wie viel Fett da drin ist und was da an Fett drin ist. Weil manchmal sieht man das im Supermarkt und man denkt sich so, jo, also ich meine, man sieht ja, wie hell das dann ist, wenn man das vergleicht, wie dunkel es ist, wenn man es selber durchdreht. Schweinefleisch essen wir sehr, sehr selten, wenn dann mal ein Schweinefilet, aber auch wirklich, also sehr, sehr selten. Ansonsten Meeresfrüchte essen wir sehr gerne, Garnelen, Lachs, also Fisch, Thunfisch, allerdings auch nicht in Regenmassen, sondern eher in Maßen. Wenn es das gibt, dann gibt es das auch mit Genuss. Genau, und mittags gibt es dann in der Regel bei mir auch noch, also eine Eiweißquelle, da setze ich ja immer schon sehr viel Wert drauf, dass die zu jeder Mahlzeit dabei ist. Mittags gibt es da zum Beispiel dann noch einen Quark dazu, also als Dip dann zusammen mit dem Essen. Oder auch Feta-Käse, Feta Light, den mag ich ja sehr, sehr gerne. Und ja, dann abends gibt es auch noch mal warm.
Und wenn es ein Snack sein soll, ich halte eigentlich nicht so viel gesagt, weil der Blutzuckerspiegel es einfach immer verdient, wieder runterzukommen. Das heißt, wenn ich faste, esse ich einen Snack, weil das eigentlich dann die dritte Mahlzeit ist. Wenn ich nicht faste, dann esse ich, oder versuche es jedenfalls, versuche ich keinen Snack zu essen. Damit einfach der Blutzuckerspiegel nicht seine Hochs und Tiefs hat und dann wieder hoch. Und also es ist in der Regel sinnvoller, wenn der auf einem relativ gleichen Niveau bleiben kann. Also und dann natürlich zu den Mahlzeiten geht es immer mal ein bisschen hoch, aber dass der nicht so viele Fitzis nach oben hat sozusagen. Genau, und abends kochen wir in der Regel noch, Snacks. Snacks gibt es bei uns, wenn dann zum Beispiel Maiswaffeln zwischendurch mit Schinken, mit Käse, mit Erdnussbutter auch tatsächlich. Wir haben so eine geile Erdnussbutter, die ist mit Whey versetzt. Da ist dann relativ viel Eiweiß drin und tatsächlich auch mehr als Fette. Obwohl die Nussfette sehr gut sind, muss man sagen. Dann die letzte Mahlzeit am Tag ist in der Regel, dass wir nochmal kochen zusammen. Und dann ist das auch unsere Mahlzeit, die wir als Kernfamilie meistens zusammen haben. Nicht immer, aber meistens. Das heißt, wir essen dann abends alle zusammen. Und da gibt es dann auch nochmal bei mir eine relativ große Portion Gemüse. Also so zwei Hände voll, wenn ich es in Portionsgrößen rechnen müsste. Da gibt es dann nur eine Handvoll Beilage, zum Beispiel Reis, Kartoffeln etc. und eine Handvoll an Proteinen. Also zum Beispiel, das sind dann so 150 Gramm, würde ich jetzt mal schätzen, an Hackfleisch, an Hähnchen etc., was auch immer gerade da ist oder halt auch ein Ersatz. An Fleischersatz probiere ich mich gerade so ein bisschen durch. Tofu geräuchert mag ich zum Beispiel sehr gerne. Ich mag allerdings nicht so, dass dann auch wieder zu viel zu essen wegen dem Soja da drin. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Und das möchte ich einfach nicht so häufig haben. Und man muss auch sagen, diese ganzen veganen Produkte sind teilweise sehr, sehr mit Geschmacksverstärkern etc. versetzt. Da muss man auch immer vorsichtig sein, was man da nimmt. Oder das heißt vorsichtig, aber man muss einfach mal hinten drauf gucken und sich da einfach ein bisschen informieren und da mit Verstand rangehen. Wenn da tausende E's draufstehen an Konservierungsmitteln, würde ich das einfach schon nicht essen. Ich probiere mich jetzt gerade durch eine Linie, da ist die Basis auf Erbsen. Finde ich auch sehr cool, den Ansatz. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Schauen wir mal. Genau, und abends gibt es dann bei mir, wenn ich viel Hunger habe, tatsächlich auch manchmal sowas wie Cognac-Nudeln dabei oder einfach ein bisschen mehr Gemüse, was ein bisschen Substanz hat, zum Beispiel Kürbis. So viel erstmal dazu. Und dann noch ein wichtiger Punkt, die Fette. Wir setzen ja viel auf Light-Produkte, also Light-Käse, also Light-Babybel zum Beispiel, Light-Mozzarella, Light-Feta. Hat einfach für uns den Grund, wir möchten da auf die gesättigten Fette verzichten und lieber die ungesättigten, also vor allen Dingen Omega-3-lastig das Ganze essen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das sinnvoll findet oder nicht. Wir finden das sehr sinnvoll, weil einfach für uns der Geschmack nicht drunter leidet. Für manche, die können das gar nicht essen, die sagen dann, kannst du das essen? Aber für uns leidet der Geschmack nicht und wir nehmen dann lieber ein bisschen hochwertigere Fette als die. Genau, generell würde ich aber eigentlich nicht auf Milchprodukte verzichten. Da scheiden sich natürlich auch die Geister, das weiß ich. Aber unseren Knochen zuliebe, im Kalziumstoffwechsel zuliebe, würde ich darauf nicht verzichten und es schmeckt ja auch einfach. So viel eigentlich erstmal dazu, zu meiner Ernährung. Ich glaube, jetzt habe ich zu allen zu Ballaststoffen wollte ich noch was sagen. Ihr wisst ja, Mikrobiom etc., da sind Ballaststoffe essentiell. Die nehme ich in der Regel durch Gemüse zu mir oder auch mal durch Flohsamenschalen. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon das ein oder andere Frühstück gesehen, wo Flohsamenschalen drunter kommen. Finde ich sehr, sehr lecker persönlich. Ich mache die dann, also verrühre die so rein, dass ich dann die nicht mehr schmecke, sondern, manche trinken die auch so aufgerührt, das kann ich nicht. Das ist mir zu hardcore. Aber so habe ich einen ganz guten Weg gefunden, auch Flohsamenschalen zu essen.
Ansonsten, wie gesagt, sehr viel Gemüse, aber sowohl frisch als auch TK. Und beim TK achtet immer drauf, da gibt es auch Gemüse mit super vielen Zusatzstoffen. Also das ist dann in der Flüssigwürze schon drin mit 1000 Butterstückchen etc. Würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, sondern eigentlich nur das rohe, also das pure Gemüse, und dann macht ihr euch einfach selber noch was dran. Das heißt, apropos Fett, ihr könnt dann zum Beispiel ein Olivenöl zum Dünsten nehmen, wenn ihr nicht scharf anbraten wollt. Wenn ihr schärfer anbraten wollt, empfehle ich immer entweder ein Rapsöl zu nehmen oder ein Kokosöl, was sehr viele gesättigte Fettsäuren hat. Und die meisten sagen jetzt, oh mein Gott, was? Gesättigte Fettsäuren? Butterschmalz übrigens auch sehr gut zum scharfen Anbraten. Gesättigte Fettsäuren sind nicht per se schlechte Fettsäuren, sondern die Transfettsäuren, die aus ungesättigten Fettsäuren entstehen. Dazu aber eigentlich mehr in meinem Video über die Fettsäuren und die Fette. Ich glaube, das lade ich euch hier auch nochmal hoch, dass ihr das hier auch nochmal sehen könnt. Genau, und dann setzen wir noch sehr viel auf Nüsse, Nussbutter. Da auch Vorsicht, es gibt welche mit zugesetztem Zucker. Würde ich auch nicht empfehlen, sondern einfach das pure, die pure Erdnussbutter nehmen. Also, beziehungsweise Erdnussmus. Manchmal heißt das auch Erdnussbutter. Man muss da auch einfach hinten drauf gucken, was ist da drin. Ist das die pure Nuss oder ist es eben nicht die pure Nuss? Kann ich euch auch nur empfehlen, da immer mit einem mit Köpfchen da dran zu gehen. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder genug geredet für ein Video. Wenn ihr Themen habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet, packt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir euren Daumen und schaut auch gerne bei mir auf der Insta-Seite vorbei. Ich freue mich da immer drüber. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag.